Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Raft im Multiplayer zusammen mit Hannah und Pascal. Hallo. Hallo. Wir haben letzte Folge diese Eisinsel hier entdeckt und dieses Teleskop noch gelootet und die ganze Basis mit Strom versorgt. Das haben wir letzte Folge gemacht. Außerdem haben wir noch ein paar Eisbären auseinandergenommen und ein paar Kabel aus Strommasten gezogen. Fällt euch noch was ein, was wir letzte Folge gemacht haben? Ja. Korn. Wie bitte? Korn. Ja, okay. Weil es ist ein bisschen kalt hier. Kommt man hier irgendwie hoch? Ja, also ja. Eure Schuld, wenn ihr keine Schuhe anzieht. Seid doch leise. Ja, ich hab sogar noch irgendwo im Inventar Schuhe. Da komme ich gerade nicht rein. Ja. Du hast ja deine Schuhe anziehen, während man fährt, bisschen ungünstig ist. Weißt du, wir hier oben bei der Sternwarte? Ja. Boah, ich glaube, hier ist nichts. Nee, glaub ich auch nicht. Wir können mal schauen, ob rechts noch irgendwo was ist. Aber dann kommen wir hier jetzt von hier oben nicht lang. Und ich steck im Berg, ich steck im Berg. Kann ich nicht. Sei doch leise. Nur weil ich vorausfahre, ja. Komm, lass mich raus. Jetzt muss hinten bei uns betroffen. Bis wir ein neues finden. Gut, Hannah. Gut, was jetzt? Halt! Da ist ein neues. Ich glaube, wir sollten zunächst ins Atomkraftwerk fahren. Vielleicht gibt es da ja Strahlenschutzanzüge. Stimmt. Würde es Sinn ergeben. Also, Next Stop Atomkraftwerk. Iha. So wird man wieder hin? Richtung Atomkraftwerk. Ich muss mir merken, hier ist der nächste, falls ich wieder verunfalle. Ja. Benutze eine Lötlampe. Ja, Lötlampe? Ja, habe ich eingesammelt. Ah, schön, dass da. Das ist was ist das denn für eine Lötlampe? Es ist ein Gasbrenner. Im Prinzip. Benutzen einen Selene-Schlüssel. Selene Research Facility. Das ist eine Research Facility, da ist aber was schief gegangen. So, also ich gehe ja, vor, also das heißt, aus, falls der Boden einbricht, dann bin ich schuld, ne? Ja. Achtung, hier könnte der Boden einbrechen. Was ist das denn da unten? Das sieht ein bisschen aus wie das Ding, was Stark gebaut hat. Ja, ist glaube ich Fusionskraftwerk. Ja, stimmt. Hinweis. Klappe, Klappe. Ey. The knowledge of this unlimited green energy would have been monopolized by the same people who caused this mess to begin with. The other colleague I left behind. I did not trust you, Kaku. I couldn't. It was too much of a risk. I hope you will forgive me. Ich will zuerst die offenen Türen. Sein. Ja, oh ja, ja, radioaktiv verseuchte Monster. Ihr steht übrigens auf dem Monitor Steuerstab einsetzen. Ja, die müssen wir hier unten irgendwo. Nee, wir haben uns gerade. Hier unten sind irgendwelche Krabbelviecher. Hier unten sind irgendwelche Krabbelviecher auf der Etage unter uns. Wo seid ihr eigentlich lang? Wir haben uns Schutzanzüge angezogen und sind ja runter. Wo seid ihr? Ich stehe immer noch in dem Raum. Hier stehen Buchstaben, also Elemente. CL zum Beispiel, PM. Ja. Wo seid ihr? Wir kommen gleich wieder hoch. Wir kommen gleich wieder hoch. Du redest wieder hoch. Du kannst auch noch für eine bestimmte Zeit anziehen. RB ausrüsten, gedrückt halten. Also hier gibt es auf jeden Fall Elemente. Also verschiedene Elemente aus dem Periodensystem. Ja. Die hier unten stehen. Wir sind hier. Alles gut. Wo bist du? Wo ist hier? Ach, hier. Ein Steuerstab. Okay. Wir müssen es suchen, ne? Aber wir brauchen 1, 2, wir brauchen 3 Steuerstäbe. Ja, ich würde kurz warten, bis die Dings abgelaufen ist und dann. Wir brauchen Reaktorschlüssel.
Erkunden wir zuerst Labor 1 oder 2? Können wir Labor 1 überhaupt erkunden? Labor 2, weil Labor 1 ist gleich noch nicht auf. Von der anderen Seite verschlossen, ja, okay. Ja. Also dann kurz warten, bis die Anzüge abgelaufen sind und dann... Let's go. Das ist die Hälfte. Du kannst auch die einfach wieder anziehen, Frau. Das füllt auf, oder? Dann. Okay. Wartet doch mal kurz auf mich. Man kann übrigens mit Anzug trinken, falls einen interessiert. Okay. Also wir haben hier auf dem Monitor steht immer so ein Element. Und dann ist daneben immer irgendwas, was wir eingeben. Genau, oh. Stimmt, eine Zahlenkombination. SN ist 50. Zinn. 50 hier SN. Ja, gut, hier auch drüber Zinn. Okay. Alcium CA 20. Okay. Notiert sich das irgendjemand? Warte mal. Auf dem Monitor steht Rubidium. RB. Warte, wir brauchen Notizen. So, nochmal bitte ansagen, wir haben... CE... SN 50, wir haben... CE... CL 17. Okay, warte. CL 17. Wir haben PM 61. Und hier auf dem Monitor steht Rubidium. 20. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach nur die Periodendinger sind. Nee, das sind die Ordnung. Cerium. Oder die Ordnungszahlen, ja, ja. CE na, ist 58. Oder die Massezahlen? Ja. Also Ordnungszahl oder Massezahl? Eins von beiden. Ist jetzt auch egal. CE ist 58. Die Ordnungszahl, weil bei Chlor kann 70 die Masse sein. Halt die Klappe. Ja, ich stehe doch daneben, Tobi. Achso, okay. Also, so, wir sollten auch kurz wieder hochgehen. Wo, wenn, ja, wenn wir das eingeben, dann startet ein Timer. Das heißt, wir müssen das schnell hintereinander eingeben. Aua, 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 aua. Ich muss mal kurz den Rest der Nummern aufschreiben. Wo kann man das eingeben? Da ist immer bei diesen Screens ist immer so ein Bild dabei. Also ein Eingabefeld, so ein Tastenfeld. Da brauchst du zwei Zahlen pro Ding. Also, Hanna, hast du soweit? Tafelwerk hier? Nee, ist jetzt auch egal. Tafelwerk? Brauchen wir auch nicht. Es steht alles da. Hast also, wir du haben auch für Rubidium? Steht das irgendwo? Hast du RB? Hanna, hast du RB? RB habe ich schon. Ja, RB, okay. Rubidium. Gut, dann stellt sich jetzt jeder an so einen Monitor. Okay. Einmal CL das bitte. 18, oder? CL ist 17. 17, okay. Weiter? Pascal, was hast du? Du hast RB. Das ist, 7, ja. Das ist 37. Und ich habe PM, das ist jetzt 1. Aber mir ist grün. Ja, hier hat sich was geöffnet. Ja, wir sollten vielleicht noch die Schutzanzüge erst erneuern, bevor wir gehen. Ja, auf jeden Fall mit Tafelwerk einfacher gekommen. Nee, sei leise. Weil es stand ja alles da. Du kannst dir ein Tafelwerk holen. Ja. Nee, das habe ich gerade nicht zur Hand. Was hast du da in der Hand, Hanna? Eine Schaufel. Eine Schaufel. Ich dachte, was ist denn das für ein Apparat? Aufgesammelt hat. Hier ist ein Gitter. Ja, hier ist noch eine Tür, wo man nicht durchkommt. Und dort ist also auf jeden Fall auf der unteren Ebene. Ich habe einen Steuerstab. Yay. Okay, einen zumindest schon mal. Aha, ja, wir haben einen Steuerstab. Oh nein, hier geht's noch weiter nach runter, unten, ja. Ich geh jetzt nach oben gucken hier. Hier gibt's auch noch mal Schutzanzüge. Das ist unten böse Viecher. Ja, und wir müssen runter. Warte, hier geht's nicht weiter, oder? Viecher. Ah, doch, hier ist nur Loot. Ja. Hier geht's runter. Wer will mit einem Stein beworfen werden? Ich nicht, deswegen renne ich jetzt vor dir weg. Wir haben gleich Viecher, Tobi, die du mit Stein bewerfen kannst. Mein Speer ist übrigens fast kaputt. Hier unten ist irgendwas zum Drehen. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, lass mal Tobi drehen. Ah, Viech. Oh, Fleisch, immerhin. Ändert das irgendwas? Seht ihr irgendwas? Mein Speer ist kaputt. Ah ja, die Tür geht auf. Ah, okay. Sollten wir uns vorher neue Anzüge holen? Nee, da oben ist, glaube ich, nichts. Ja, oben ist nichts.
Pascal, geh mal aus dem Weg. Ja. Hier ist noch ein Steuerstab. Steuerstab. Und hier geht's dann auch zu. Hier ist noch ein Hebel. Ja, hier ist ein Hebel, da ist ein Knopf. Drück mal einfach alles. Wir haben nichts Besseres zu tun. Oh. Nicht reinlaufen. Ich würde sagen, der könnte wehtun. Mach mal aus. Mach mal aus, weil wir müssen geht uns nicht. Irgendwie drehen. Oh. Lol, okay. Die tun wirklich weh, also. Mach mal bitte aus, mach mal bitte aus. Ich kann das nicht ausmachen. Oh, da wird gerade gesagt. Kann man mit Ducken drunter durch? Ja, man kann mit Ducken drunter durch. Also okay, duckt euch, Leute. Steuerung. Wo muss der Laser hin? Der Laser muss, glaube ich, hier hin, oder? Sieht das hier so aus, wie der Laser hin muss, vielleicht? Ja, ich glaube ich auch. Was können wir alles? Wo können wir, haben nur den hier zum Steuern, oder? Könnt ihr mal schauen, wo das hinführt? Also, warte, es gab irgendeine Möglichkeit, wo der wieder hier nach hier lasert. Und wieder Spiegelung. Also, wir müssen den hier in den Spiegel, der nicht mit dem Laser ist, hier in den Spiegel muss. Ah ja, okay. Ich gerade stehe. Du bist wirklich Feinjustierung mal? Ja, fast. Na, dann dreht die in die andere Richtung, warum auch immer. So? Hä, aber ja. dann bei dem aber. Er muss hier in den Spiegel rein, genau. So, jetzt ist er Feinjustierung. Und es ist offen. Ach, yay. Hier gibt's wieder Laser. Ich warte mal mit dem Anschalten. Ja, machen wir nicht an. Hier gibt's mal schauen, ob es hier irgendwelche Monster gibt, damit wir die. Hier gibt's einen Spiegel. Okay, ich hab keine Waffe mehr. Den in der Ecke. Pascal? Man kann Pascal. Alle Spiegel drehen. Ich danke. Oh, ja. Ja, hier muss es hin wieder. Okay, soll ich anmachen? Jo, mach mal an. Alle ducken. Ja, der kommt eh nicht so weit. Okay, Der muss dorthin, ja, vielleicht. Er geht dort hinten hin. Nee, das ist nicht. Ah, Vorsicht. Dort sind noch Spiegel. Was zeigt jemand hier, weg? Hier. Anna, bei mir. Hier. Hier sind Spiegel. Das ist einfach drin. Die bringen das dort hinten hin. Hier hin. Zu mir? Ja. Ach nee, das geht nicht, Aber nein, ich muss dafür den anderen anders einstellen. Ja, noch Anzüge. Was mit Anzüge? Daran denken, dass die gleich ablaufen. Ja, okay. dann lass mal gehen. Oh, Spiegelrätsel, ey. Autsch. Oh. Ich weiß halt nicht, ob wir das hinbekommen können, dass das so geht. Ja, das geht. Warte, der andere. So? Na, nicht ganz. Noch nicht ganz. Bisschen, noch ein Stück nach links. Nein, das ist rechts. Ja. Hä? Ja, so funktioniert es nicht. Wir müssen vielleicht auch den anderen nehmen. Hä? Was denn? Den anderen? Ja, den stimmt, dann geht's dort hinten hin, ja. Ja, und dann haben wir dort einen Dingens. Ja, der muss ein bisschen verschoben. So? Noch ein bisschen weiter in die Richtung, die du es gerade gemacht hast. Ja, ein Stück zurück. Ja. Das war schon richtig. Jetzt ist es zu weit. Achso. So? Na. Ja. So. Nee. Oh, Scheiße. Ja. Oh, Anzug weg. Ja, schön. Das meinte ich auch. Ey, so eine Feldflasche, das ist echt krass, was die alles an Wasser passen kann, ne? Ja. Ich habe jetzt mittlerweile zwei und bei mir ist. Übrigens,
Springen hilft bei Laserstrahl auch. Ich weiß. Deshalb springe ich auch die ganze Zeit umher. Okay, Ja, das hat schon. Ja. Ja! Steuerstab. Und Notiz. The Selene Facility was built for one purpose. Master and perfect the experimental reactors used to power the floating cities. No easy task, but it has been done. In theory. Yet, we do not have the people to construct Anna, echt mal. Ich hab nur zwei eingesetzt. Ja, ja. Built for real. I know it. We just need more people. There's a place where the rafters live in peace with any survivors of the old world. They call it Utopia. Da waren wir auch schon. Waren wir schon Utopia? Nee, Utopia, das ist Finale. Ah, nee, stimmt. Utopia, das haben die schon mehrfach angeteasert. So. Ich glaube, Utopia ist Ende. Da geht's okay. Ja um diesen bösen Typen hier, ne? Setzen wir ihn ein. Warum auch immer Steuerstäbe? Wir müssen, glaube ich, wieder runter, um den Schalter anzustellen. Oh Gott, sind da viele Viecher. Hat jemand nach unten geguckt? Ja. Auch ganz am Anfang, als wir reingekommen sind. Steuerstab in Position, Kühlprozess bereit. Starten. Steuerstab klemmt, manuelles Einsetzen erforderlich. Reaktorschlüssel. Oh, jetzt müssen wir rein. Wo müssen wir jetzt rein? Ab in die Hölle. Wo? Ja. Nach ja, unten. Pascal, ich hab halt leider nur noch ein... ich habe ihm schon ein Sperr gegeben. Nur noch ein... Ah, okay. Gut, dann muss ich das nicht auch. Münze. Gut, dass die jetzt haben. Ah ja, das sind nochmal Anzüge. Okay, gut. Oh nein. Ich suche nach dem, was wir brauchen. Ich ja, wir können die. In der Mitte sind Räder, die wir drehen können. Okay. Was passiert bei den Rädern? Ich weiß es nicht. Pascal, könntest du einen Lockvogel spielen und die alle ablenken? Ich will gerade ein Rad auf. Ja, das sehe ich. Das ist, als du hier einen Lockvogel spielen und ich will gucken. Ach, das will, Alter, wie viele Milliarden Viecher sind das denn auf einmal? Du kannst sie halt auch nicht töten oder irgendwas. Alle. Oh Gott. Und jetzt, Tobi, ich lock sie gerade. Mach weiter. Ja. Und die sterben. Nice. Ja, weil keine Radioaktivität mehr vorhanden ist. Ja. Oh Gott. Oh, es ist ja kalt hier. Ja, besser kalt als radioaktiv. Ah. Oh. Lass mich raten, hier steht es gleich immer drauf. Warum ist denn EKG? Weil dort ein Typ drin ist. Das ist eine Kammer hier. Wie heißt das? Ah. Das ist ein Hinweis. Elektrischer Schmelzer. So eine Kryokammer. Ja, genau. Schrott. Soll ich auch benutzen klicken? Nee, bitte nicht. Mach, nimm erstmal, ich nehme erstmal den Hinweis auf. Jo, so. Wo ist hier ein Hinweis? Ah, Utopia, ah, okay. 1946. Dann wecken wir mal die Forscherin auf. Drück mal auf benutzen. Ah, okay, Forscher. Ja. Oh, I get it. They left me here. Thanks for waking me up. Long-term cryosleep can result in a number of issues. So, you got room for a bioengineer? I swear, it's actually practical. Ich glaube auch. Great! That's very nice of you. I'll do my best. Schoko. Und jetzt Erfolg bekommen, all aboard. Ja. Alle an Bord. Jo.
Können wir den nochmal rausfallen? Ja, wir können ihn nochmal rausfallen lassen. Ja, das kannst du bei jedem machen. Aber nicht alle fallen raus. Okay. Wollen wir da mal zurück zum Schiff und uns dann auf dem Weg nach Utopia machen? Was wir festgestellt haben, ist noch, dass wir, man kann Wände einseitig bestreichen mit V gedrückt. Ja. Echt? Das ist sehr cool. Deshalb ist mein Zimmer jetzt auch angestrichen. Hm. Ich fahr Tobis Licht hinterher, dass ich gerade noch ein bisschen sehe. Ja, okay. Ich folge einfach nur den Wegen. Ja, eben. Ah, da geht's lang. Ab auf mit Strahlenanzug. Also wir hätten sogar mit Strahlenanzug noch geschafft. Oh, jetzt ist es ja so dunkel, ey. Loot. Was ist das denn für Müll gewesen? Einfach Titanium. Oh, ich hab das Rezept Erdbeer-Colada. Haben wir schon. Haben wir was? Bestimmt. Das Rezept dazu? Ja, okay, behalte es erstmal. Sonst noch irgendwas hier? Bei Erdbeer-Colada kann ich mich nicht dran erinnern. Eben. Ja, und hier ist halt versperrt, ne? Ja. Okay, dann brauchen wir noch das andere Lager. Da musst du aber hinfahren, weil da habe ich keinen Plan. Beim Dorf. Ah, okay. Da müssen wir nur noch das Raft finden dann wieder. Oder finden wir uns auch irgendwas im Dorf hier. Also mir fällt jetzt per se nichts ein. Ey, wir haben zwar einen Haufen Titan eingesammelt, aber das ist immer noch weniger, als wenn ich einmal zu einem Handelsposten gehe und mir dort 15 Titan hole. So, wo genau bei dem Dorf ist das jetzt? Das ist beim Eingang vom Dorf. Im Eingang? Hä, worum geht's gerade? Um das zweite Lager. Ach, hier ist noch was. Ah, shit, Inventar voll. Ah, dann esse ich die Melone noch. Das ist Überreste. Eine Rübe. Überreste trinke ich. Noch eine Rübe. Noch eine Rübe. Ey, wie viele gegarte Rüben haben die hier? Überreste kann man übrigens auch trinken. Die muss man nicht wegschmeißen. Ich hab irgendwann mal in den ersten Folgen Überreste weggeschmissen. Und, wie bringen die was? Die bringen ein bisschen trinken. Ich bin verwirrt, wo wir hin müssen. Ich sehe auch nicht, okay. Wo das Lager sein soll. Ich hab's schon gelootet. Gelootet. Hallo. Hier ist es. Oh, okay. Ja, hier liegt übrigens Notiz rum. Oh. Jetzt haben wir auch alle Notizen. Damit hätte man auch Damit hätten wir dann auch spätestens gecheckt, dass man hier die Kabel verbinden soll. Ja. Ja, okay. Wir waren schlau genug, um das ohne die. Hanna, ich bin bei Tobi drauf. Nicht, dass du mich suchst. Dann müssen wir eine Vermisstenanzeige für Pascal aufgeben. Vermisst in der Eiswüste. Jojo. Irgendwo am Dorf verloren. Ja, weil er nicht weiß, wo er. Hab ich einen Orientierungssinn? Point, um das Ding wegzuwerfen, oder Tobi? Eigentlich wäre es jetzt der perfekte Punkt gewesen. Ah, so, wollen wir dann mal Schluss machen und nach Utopia fahren? Ja, einen großen, ey. Jo, wir gestalten das Fluss noch ein bisschen. Mal gucken, was wir noch so machen. Und das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Alles vollgehangen mit Laternen, ey. Was ist denn das hier? Die Folge ist gerade so vorbei. Du, das schneide ich noch mit rein. Hier. Naja, nee, das geht nicht gut aus. Man sieht sich.